Zack. Seht ihr? Funktioniert alles. Dann funktioniert alles im Leben. Werde eins mit der Macht. Mit der Macht der Puzzleteile. Dam, 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 dam. Yay, juhu, ich wollte schon immer mal in die Luft fliegen. Ja. Das macht ja so viel Spaß. Tralali, tralala. Oh Gott. Au. Au. Ja, ist gut. Ja. Nein, in die letzte. Ta-ta-ta-ta. Ein extra Leben. Juhu, das können wir ja verdammt gut gebrauchen. Ne, wenn ich jetzt wegen irgendeiner Scheiße drauf gehe, dann, also, ne, das... Also, verzeiht meine unflätige Ausdrucksweise. Das möchte ich an dieser Stelle natürlich total, ja, widerrufen und überhaupt und so. Das ist, das geht ja mal gar nicht. Also, der Hering und seine Aussprache, das, nee, das, also, ich meine, der Hering und seine Worte und Taten und bla, bla, bla. Ich laber nur Stuss. Ich glaube, in diesem, hier waren nicht mal Noten, oder? Kann das sein? Hier war nur dieser komische Jinjo. Und Federn. Kann das sein? Kann das sein? Irgendjemand soll mir zustimmen. Und ich spiele schon wieder verdammt zu lange. Ich wollte nicht so lange spielen. Ich wollte mich nicht so lange mit dieser Welt aufhalten. Es ist so gemein. Es ist einfach nur gemein. So, okay. Ich glaube, hier sind keine Noten, aber falls mir Noten fehlen sollten, merken wir uns diesen Container. Gut, dort hinten komme ich jetzt nicht sofort hin. Weil, ja, weil ist so. Okay, jetzt gehen wir noch einmal. Hier, ganz einfach. Einmal komplett drumherum. Und jetzt gehen wir wieder auf das Schiff. Um die letzte fehlende Sache zu holen. Nee, in einem Lagerhaus, da kann man keinen Schalter finden für den Anker. Wo? Ach so! Ah, natürlich! Ah, was... Ja, wo kann man wohl den Anker reinholen? Natürlich. Tauchen wir doch einfach mal dort rein, wo der Anker rauskommt. Oh, ich bin so genial. Ja, von Zeit zu Zeit habe ich auch mal einen Geistesblitz. Okay, das sieht sehr interessant aus. Zack, aber ich brauche sowieso Energie, deswegen kommt mir das hier sehr gelegen. Zack, zack, zack. Genau. Und hier sind noch Noten. Ah, die hätten mir gefehlt zum Schluss. Schön. Wunderbar. Hätten wir also auch dieses Rätsel damit gelöst. Dup, 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 dup. Noten, 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 Noten. Das dürften alle gewesen sein, ja. Und Anker einholen. Okay. Frag mich jetzt bitte nicht, wie der Anker da einmal durch den Delfin fährt, ohne, diesen Delfin einmal zu Thunfisch zu verarbeiten, wollte ich sagen. Also in zwei Hälften zu teilen. Also böses Aua zu machen. Irgendwie, das ist... Das sah sehr merkwürdig aus. Aber es ergibt wohl irgendwo in dieser kunterbunten Rare-Welt Sinn. Ja. Düpp, 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 düpp. So, hier unten sind ansonsten nur Eier und derlei anderer Kram. Schön, schön, schön. Jetzt müssen wir nur kurz tief Luft holen. Und an dieses Puzzleteil herankommen. Genau. Zack. So, eine Sorge weniger. Nichtsdestotrotz könnte ich schon längst alle Noten haben, wenn ich nicht so dusselig wäre. Aber okay, gut. Damit müssen wir dann für den Moment einfach mal leben. Und wir betreten ein weiteres Mal dieses Schiff, weil dieses Schiff ja so viel Spaß macht. Oh ja. Ich könnte stundenlang in dieses Schiff gehen. Es macht so viel Spaß, hier herumzulaufen. Denn dieses Schiff ist so groß und hat so viele Räume und ist so verwinkelt und hat so viele explosive Fässer, die BOOM machen. Top, top, top. Ja, springen könnte man auch mal. Spring 2, 5, 4. Also ich glaube sogar Click-Clockwood müsste ich mittlerweile schneller erledigen können als diese Welt. Die Sache ist, Click-Clockwood ist zwar relativ umfangreich, aber die Wahrscheinlichkeit dort zu sterben ist... ein wenig geringer, sagen wir es jetzt einfach mal so. Weil dort wird einem nichts Besonderes abverlangt. Also es ist eine ganz normale Welt, wo man ein bisschen hüpft, ein bisschen springt, ein bisschen sich verwandeln lässt von Mumbo Jumbo und das war's. Also klar kann man ziemlich blöde draufgehen, wenn man sich ein bisschen ungeschickt anstellt bei den Sprungpassagen. Ja.
Ein bisschen ungeschickt anstatt bei den Sprungpassagen. Hm. Irgendwie. Was auf dasselbe hinaus hier, oder? Ja, ich weiß nicht. Naja. Hoffen wir einfach mal das Beste. So, da sind natürlich noch Noten, die sammle ich gleich an, aber erstmal gehen wir hier rein. Weil ich hier ja noch gar nicht drin war. Ja, ja, ja. Dab, 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 dab. So, Noten. Wir wollen Noten. Wir wollen Noten. Wir wollen Noten. Wir wollen Noten. Und wir wollen uns nicht auffressen lassen. Danke sehr. So, da, 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 da. Da, doch, da könnte man hochgehen. Ich glaube, da könnte noch was sein. Hüpf. Und da gab es noch einen Kran. Ach, hier sind noch Federn. Da gab es noch einen Kran, den ich jetzt gar nicht... Also, wo ich gar nicht drauf war. Aber der war auf der komplett anderen Seite, ne? Ja, ich glaube schon. So, du, 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 du. Oder? Nee, gar nicht. Bup, bup. Genau, hier ist das TNT-Dingens... Blum... Dingens-Bummens. Blabli-Blu. Blabli-Blu. Nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Banjos schlafen, drum schlaf auch du, da 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 da. Und wieder 5 Sekunden dieses Let's Plays mit Nonsens gefüllt, hurra! So, weitere Noten eingesammelt, 70 verdammte Noten an der Zahl, fehlen dann ja nur noch 30, 30, war da hinten noch was? Ne, da hinten war nur Jinjo, ne? Dab, 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 dab. Wenn ich es sowieso besser weiß, warum schieße ich da trotzdem Eier rein? Ich weiß es nicht. Ich mache es einfach, weil ich es kann. Ja. La la la. Nee, hier hinten ist tatsächlich nur der komische Jinjo. Jinjo. Tralalala. So. Okay. Toll. 6. Warum mache ich das, wenn das ohnehin nicht gespeichert bleibt? Ich weiß es nicht. Na gut, da hinten sind jetzt Container. Ja, die Container. Wie gesagt, den mittleren wollten wir uns ja merken, weil ich da keine Noten drin gefunden habe. Aber das muss ja nichts heißen. Kann ja auch sein, dass ich mich einfach nur zu blöd angestellt habe. Dab, 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 dab. Es fehlen noch ganz schön viele Räume hier auf... also am Schiff, auf dem Schiff, im Schiff. Irgendwo hier. Hexenschalter habe ich schon betätigt, das ist schön. So. Genau. Nee, dann waren wir jetzt einmal hier. Also die Seite des Schiffs haben wir dann weitestgehend abgegrast. Genau. Dann sind wir hier jetzt nämlich auch wieder am Anfang. So, dann können wir jetzt auf die andere Seite des Schiffes gehen. Es ist unglaublich spannend, oder? Weil wir das ja alles noch gar nicht gesehen haben. Aber wie gesagt, ist mir zu blöd, rauszuschneiden. Dup, dup, dup. Da bin ich mal total egoistisch und so. Ihr dürft dieses Elend ruhig mit ansehen. Also, muss ja auch mal sein. Dab, dab, dab. Apropos Elend. Wisst ihr, wie elendig ich mich gefühlt habe, als ich vor kurzem, beziehungsweise heute gesehen habe, dass meine Spiele Zelda mit nur 3 Herzcontainern durch Idee schon von einem anderen Let's Player gemacht wurde? Also, ich hatte im Vorfeld eigentlich recherchiert und geguckt, ob das noch keiner gemacht hat oder so. Und eigentlich war ich der Meinung, ich wäre jetzt auch tatsächlich der Erste und es wäre irgendwie auf eine gewisse Art und Weise was Besonderes. Aber nö, ist gar nicht. Und dieses andere Let's Play wurde auch schon zigtausend Mal aufgerufen. Also. Und es ist auch noch ein deutsches Let's Play, das ist ja das Schlimmste daran. Ich meine, okay, es ist... Mein Zelda-Let's Play ist auf eine gewisse Art und Weise natürlich trotzdem was total Besonderes und so. Aber, ja, das ist... Das wurmt mich irgendwie dann doch, aber andererseits. Mein Gott, wie viele Leute vor mir haben schon Banjo-Kazoo... Nein, du verdammtes Trick... Do, 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 do. Do, 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 do. Wir beruhigen uns jetzt wieder. Oh ja, wir beruhigen uns jetzt ganz schnell. Banjo-Kazooie ist ein unglaublich tolles Spiel. Ein unglaublich tolles Spiel, welches man mit seiner ganzen Familie spielen will. Immer und immer und immer und immer und immer wieder. Ach ja. Tap, tap, tap. Ja, was ich sagen wollte, Banjo-Kazooie wurde ja auch schon von
zig Leuten Let's Played. Man kann es ja nicht mehr anders sagen. Aber gut, stört mich nicht. Ihr wolltet Banjo-Kazooie sehen, ihr erfreut euch augenscheinlich auch daran. Und das reicht mir in dem Moment dann auch einfach. Und es macht ja auch Spaß, also, ne? Rusty Bucket Bay ist jetzt zwar ein bisschen komplizierter, aber es wäre ja auch schade, wenn, wenn alles total reibungslos vonstatten gehen würde und, nee. Also, vielleicht wäre es nicht schade, ist egal. Mojo, do, 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 mojo, jo, 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 jo. Do, day, do, day, day. So, hier noch die Note, in dem Kühlschrank war nichts. Tralali und tralala, dü, 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 dü. Und von einem habe ich auch gelesen, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ich glaube, wieder Thousand Sunny, kann es sein? Ich weiß es leider nicht genau. Tut mir leid, wenn ich da jetzt was durcheinander bringe. War jedenfalls ein Kommentar bei meinen Kanalkommentaren, hohoho, wo übrigens auch mehr stehen könnte. Also wie gesagt, es freut mich, wenn ihr da immer wieder was neu schreibt oder so. Das wäre total toll. Und also wenn euch irgendwann mal was total Tolles einfällt, was ihr da reinschreiben könnt, dann schreibt es einfach da rein und ich freue mich dann darüber. Und wie gesagt, ich gebe mir auch Mühe in Zukunft mehr mit dem Antworten und überhaupt und so. Und wir bekommen das schon noch irgendwie hin. Also, ne, der Hering arrangiert sich schon mit euch und ihr arrangiert euch mit dem Hering und dann wird das alles total toll. Worauf wollte ich hinaus? Genau, derjenige welcher, der eventuell Thousand Sunny gewesen sein könnte, sagen wir es mal so, hat geschrieben, beziehungsweise hat angefragt, ob ich nicht nach diesem Let's Play noch Banjo-Tooie hinten dran hänge, weil, war ich jetzt hier schon drin? Ich weiß es nicht. Ja, gut. Hat angefragt, ob ich noch Banjo-Tooie hinten dran hänge, weil ich ja mal gesagt habe, dass ich Banjo-Tooie nur ein einziges Mal durchgespielt habe und da auch nicht so richtig komplett. Also was heißt nicht so richtig komplett? Ich hatte, um genau zu sein, nicht alle Jinjos gefunden und noch irgendwas anderes, was man im Spiel sammeln konnte. Ich weiß nicht mehr so genau. Ist egal. Mir gehen so langsam sicher die Orte aus, wo ich Noten sammeln kann. Kann das sein? Nein, genau das wollte ich nicht. Dass mir irgendwo Noten fehlen. Aber ich glaube, mir fehlt ein bestimmter Raum. Kann das sein? Nee, Moment. 94, 95, 96. Leute, bitte, verarsch mich nicht. Oh, bitte, verarsch mich nicht. Ich habe im Maschinenraum alles eingesammelt, oder? Oh nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Das gibt's ja nicht. Wo können jetzt die letzten vier verbliebenen Noten sein? Es hätte mich aber auch gewundert, wenn ich diese Welt wirklich in einem Anlauf schaffe. Und in einem Rutsch komplett. Es wäre auch zu schön gewesen irgendwie. Ja, wie gesagt, den Container habe ich mir offen gelassen, falls, aber irgendwie glaube ich nicht so wirklich daran. Moment, ich war jetzt beim Anker unten. Ich war doch eigentlich überall jetzt beim Schiff, oder? Nein, halt. Wo war... Beim zweiten Anlauf jetzt habe ich doch die normalen Kajüten vergessen, oder? Von den Matrosen? Ich hoffe es, ich glaube es. Die 98. Bitte, bitte, bitte. 99. 100. Boah, ich bin so genial. Ja, ihr habt tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt gefunden. Applaus! Ja. Applaus, Applaus. Applaus, Applaus. Hier kommt die Maus. Nein, hier kommt der Bär. Und jetzt können wir diese verdammte Welt verlassen. Rusty Bucket Bay, es hat mich nur eine Stunde und fast 20 Minuten meines Lebens gekostet. Ja, schön zu wissen. Solche Statistiken sind toll, ja, in der Tat. Gut. Das war eine schwere Geburt. Aber wir haben es ja geschafft. Schön, schön, schön. Die Bestleistung dieser Welt ist nun 100 Noten. So, gut. Wo wollen wir jetzt als nächstes hin?